Kein gutes Jahr also für die ÖBB. Umsatzeinbußen von 400 Millionen Euro gibt es allein beim Personenverkehr zu beklagen. So wie die meisten Wirtschaftszweige hofft man auch hier auf baldige Öffnungsschritte. Und es verdichten sich die Hinweise, dass es die tatsächlich am 19. Mai geben könnte. Vielleicht können wir dann schon das erste Bier oder ein Sodawasser im Wirtshaus trinken. Um 14 Uhr wird uns die Regierung mehr sagen. ORF 2 wird dann live berichten. Und was wir Ihnen jetzt schon sagen können, das ist das Neues zum aktuellen Infektionsgeschehen. 2329 neue Fälle sind seit gestern gemeldet worden. Ingrid, wie ist das denn einzuordnen? Naja, das lässt sich nur einordnen, wenn wir den Blick auf die Entwicklung der letzten Wochen werfen. Das habe ich getan und habe mir mal angeschaut. Man muss das ja auch immer unterscheiden, dass die einzelnen Wochentage unterschiedliche Ergebnisse bieten. Und da zeigt uns der Blick auf die letzten beiden Wochen einen ganz eindeutigen Trend. Neuinfektionen vor zwei Wochen waren es 2700, vorige Woche 2400. Jetzt sind wir da wieder knapp darunter. Aber die Maßzahl, auf die es allen ankommt, bei den Entscheidungen über Öffnungen, ja oder nein, das ist ja die Maßzahl an Menschen, die im Spital behandelt werden müssen. Und da zeigt sich der Trend noch viel eindeutiger. Und der zeigt sich ja, wie wir seit Beginn der Krise gelernt haben, immer um zwei, drei Wochen verzögert. Wir hatten noch vor zwei Wochen 2400 Spezialpatientinnen und Patienten. Jetzt sind es 1866 und ganz besonders intensiv wird hingeschaut auf die Intensivstationen und da hat sich die Zahl der Patientinnen und Patienten seit in den vergangenen zwei Wochen auch ganz eindeutig entwickelt von 580 vor zwei Wochen auf 558 vor einer Woche und jetzt sind es 517. Also da geht der Trend ganz deutlich nach unten und auf diese Prognosen und diesen Trend setzt die Regierung ganz offensichtlich, wenn sie jetzt ihre Öffnungen plant. Und da, wie du schon gesagt hast, Rainer, verdichten sich eben die Hinweise auf den 19. Mai. Mitten in der Woche, an einem Mittwoch, sollen dann diese Öffnungen beginnen, vor Pfingsten noch. Und die Sicherheitsmaßnahmen werden, so viel man bis jetzt weiß, relativ streng sein, so wie wir sie auch schon von den letzten Öffnungen noch in Erinnerung haben. Also mit einer beschränkten Anzahl von Menschen pro Tisch zum Beispiel im Restaurant oder im Wirtshaus, mit Maskenpflicht beim Rein- und Rausgehen, mit Zugangstests auch in der Gastronomie. Also da kommt schon einiges auf uns zu, aber immerhin der erste Kaffee im Kaffeehaus ist in Sicht. Diese Woche hat Österreich die traurige Marke von 10.000 Corona-Toten überschritten. Wie hoch ist denn diese Zahl im internationalen Vergleich? Ja, das habe ich mir in der Zwischenzeit angeschaut und da lautet die internationale Maßzahl, die verglichen wird, Tote pro Million Einwohner. Und wenn man das in den europäischen Vergleich einordnen möchte, dann liegt da Österreich eigentlich ein wenig unter dem europäischen Schnitt und lässt sich auch mit den Nachbarländern ganz gut vergleichen. Ich werfe da meinen Blick auf meinen Monitor, wo ich mir diese Statistik erarbeitet habe und das zeigt für Österreich eine Zahl von 1099 Toten pro Million Einwohner. Der europäische Schnitt liegt bei 1300 Toten pro Million Einwohner. Wenn wir jetzt vielleicht auf ein paar Nachbarländer schauen wollen, Deutschland liegt um einiges besser mit 955 Toten pro Million Einwohner. Aber zum Beispiel Italien liegt fast doppelt so hoch mit 1900 Toten pro Million, die Vereinigten Staaten bei 1700 pro Million, die Schweiz bei 1200, also auch um einiges höher als Österreich. Aber das ist natürlich kein internationaler Wettbewerb, aber kann ein bisschen zeigen, sozusagen, wie man sich da geschlagen hat und wie sich die Krise in den einzelnen Ländern in puncto Todeszahlen ausgewirkt hat. Also mit einem Wort, die Zahl von mehr als 10.000 Toten in Österreich ist eine traurige Marke. Im internationalen Vergleich sieht das gar nicht so schlecht aus, was natürlich für jeden einzelnen Toten kein Trost ist. Erschütternde Statistiken, wenn man darüber nachdenkt, dass dahinter auch menschliche Schicksale stecken, dann wird einem das Ausmaß dieser Pandemie erst richtig bewusst. Vielen Dank, Ingrid Thurnherr.